Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Los Angeles. Was machen Sachen? Mann, 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 ey. Ich erzähle euch meine schöne Ostergeschichte. Freitagnacht um 3 Uhr morgens habe ich festgestellt, dass am Sonntag, im Prinzip heute, Ostern ist. Da dachte ich mir, hey, das ist doch ein super Thema für meinen Kanal. Ostern in den USA, was sind die Unterschiede zu Deutschland etc. Samstagmorgen dachte ich mir dann, okay, um das interessant zu machen, und Sonntag ist ja auch eigentlich der Vlog-Tag, mache ich doch mal einen Vlog daraus. Ich habe die letzten 6, 7 Stunden damit verbracht, einen Vlog zu machen für euch. Da ich nicht allzu viel Zeit habe, das schneiden musste heute auch noch und so weiter und so fort, habe ich eine neue Einstellung probiert in der Kamera, wo ich nicht so viel Nachbearbeitung in den Farben und so weiter machen muss. Und diese Einstellung ist kompletter Müll. Der Autofokus war komplett verhunzt im ganzen Video. Die Einstellungen sahen einfach nicht gut aus. Und ich habe auch sehr viel Müll gelabert. Einfach nur Müll gelabert. Und ich habe gerade versucht, das Video zu schneiden. Ich habe noch nie so etwas Schlechtes in meinem ganzen Leben gefilmt. Das kann ich euch nicht antun. Deswegen werde ich das Video jetzt nochmal aufnehmen. Es ist gerade 8 Uhr abends. Gleich noch schneiden, dann hochladen und so weiter. Ich werde definitiv nicht vor 5 Uhr nachts schlafen heute. Ihr könnt euch einfach mal die Highlights angucken von dem Video, das ich eigentlich heute hochladen wollte. Was laber ich für eine Scheiße, Alter? Ganz so ist es nicht. Scheiße, da bin ich. Wir gehen jetzt zum Supermarkt, habe ich das schon erwähnt. Bester Vlog aller Zeiten. Habe ich schon erwähnt, dass wir jetzt gleich in den Supermarkt gehen. Was für ein Ereignis. Ich muss eigentlich gar nicht in den Supermarkt. Wir kaufen einfach mal Eier oder so. Wie schalte ich die Scheiße aus jetzt? Bevor wir jetzt Eier einkaufen gehen, werden wir erstmal die Eier trainieren. Das klang jetzt komisch. Ich meine natürlich diese Eier hier. Heute machen wir gekochte Eier mit nichts. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kleines Kochgeheimnis von mir. 1, 2. Wie interessant ist dieser Vlog heute? Auf einer Skala von 1 bis 2. Auf Krampf-Videos machen. Das ist wahres YouTube. Dieses Video ist über Ostern in den USA. Ich habe bisher ungefähr noch gar nicht darüber geredet. So muss das sein. 2 Minuten Titelthema und der Rest ist einfach nur irgendein Müll. Hartgekochte Eier in der Heißluftfritteuse. Fast gestorben? Wann kommt Uwe eigentlich wieder? Was hast du gesehen, alter Mann? Godzilla! Da haben wir ihn. Den anabolen Winkel. Na, wieso mache ich jetzt einen Proteincheck? Ich will eigentlich gar keinen. Prost! Also, fangen wir an mit dem Thema. Gar nicht mal so gut. Kann ich nochmal Werbung schalten jetzt? Toll. Super, jetzt riecht es ja auch noch nach Ei drin. Aber kommen wir zum Positiven. Denn Ostern wurde damals im 18. Jahrhundert, als Amerika quasi entdeckt wurde, von den ersten deutschen Immigranten nach Amerika gebracht. Das heißt, Deutschland und USA, Ostern, da gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Und damit ist im Prinzip auch schon das Video vorbei. Frohe Ostern. Kein Bock mehr auf diese Scheiße. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe doch noch ein paar Informationen für euch. Tötet mich, bitte. Wieso habe ich überhaupt schon wieder eine Lederjacke angezogen? Es ist mega heiß hier drin. Fangen wir von vorne an. Am Freitag war Karfreitag in Deutschland. In den USA gibt es diesen Tag auch, der nennt sich Good Friday. Allerdings ist der Karfreitag hier in nur 12 Bundesstaaten ein eigentlicher Feiertag. Nur in 12 von 50 Staaten haben die Leute hier am Freitag frei. Es gibt auch keine Osterferien hier. Dafür gibt es aber diese langen Sommerferien hier, die ganze 11 Wochen lang sind, anstelle von 5 bis 6 Wochen wie in Deutschland. Und deswegen gibt es insgesamt weniger verschiedene Ferien. Aber genau wie in Deutschland werden auch hier einen Tag nach Weihnachten alle Supermärkte von Weihnachten auf Ostern umgestellt. Hier kann
kann ich wenigstens ein bisschen von dem Material von heute verwenden. Also ich war da in einem Supermarkt für euch und ihr seht, alles ist geschmückt. Es gibt Blumen, es gibt Luftballons. Am Samstag vor Ostern sind natürlich die ganzen typischen Gerichte, die man so an Ostern isst, zu denen wir gleich kommen, sind sie alle natürlich im Ausverkauf, damit sie die noch kurz einen Tag vorher loswerden können. Natürlich gibt es auch jede Menge Alkohol zu günstigen Preisen, wie an jedem Feiertag hier. Da habe ich die Eier gekauft, um einen tollen Vlog zu machen. Und natürlich gibt es jede Menge Süßigkeiten. Ich war hier ein bisschen zu spät schon da, denn es ist ein Tag vorher gewesen. Also da ist das meiste schon weg gewesen. Hier gibt es zum Beispiel auch die Lindt-Osterhasen, wie in Deutschland. Aber ihr seht, die Regale gleichen wie am Anfang der Krise den Toilettenpapierregalen. Alles leergefegt. Wie gesagt, es gibt hier jede Menge Osterkram zu kaufen im ganzen Laden. Die beliebtesten Süßigkeiten sind übrigens Jelly Beans hier, Marshmallow Peeps, die komplett abartig sind, was einfach nur Marshmallows mit Zucker überzogen sind, diverse Osterhasen, unter anderem auch die von Lindt und Reese's Cups. Ansonsten hat der ganze Laden überall verschiedene Ostersachen, auch in den Abteilungen, die nicht saisonal nach jedem Feiertag umgeändert werden. Überall wird versucht, daran zu erinnern, hey, es ist Ostern, kauft unsere Produkte, Süßigkeiten, Kuchen. Selbst an der Kasse gibt es nochmal extra viele Süßigkeiten und noch ein paar Osterhasen. Ein paar Unterschiede gibt es natürlich auch. Zum Beispiel gibt es hier keine Eierbäume. Wenn Amerikaner Bilder davon sehen, denken sie, hä, was ist das? Ist das Ostern an Weihnachten oder so? Das kennt hier niemand so wirklich. Genau das gleiche gilt für Osterfeuer. Ja, Osterfeuer ist scheinbar eher bei etwas bei uns im Norden in Deutschland. Und im Süden macht man das nicht so, habe ich zumindest gehört. Ist ja auch eher wieder eine heidnische Tradition, genauso wie halt der Hase und die Eier und so weiter. Das ist ja alles so ein bisschen in die andere Kultur übergeschwappt. Aber so seht ihr, selbst in Deutschland, das sehr viel kleiner ist als die USA, gibt es regional große Unterschiede, wie wir verschiedene Feiertage verbringen, verschiedene Traditionen und Bräuche etc. Und das ist in den USA nicht anders. Zum Beispiel Los Angeles ist da wieder ein sehr schlechtes Beispiel für Ostern, denn Los Angeles ist allgemein sehr viel weniger religiös, beziehungsweise eher spirituell und alternative Religion und Sternzeichen, Horoskope und so weiter. Ihr wisst, ihr kennt das aus meinem Video von der typischen Los Angeles Person. Wasserzeichen, am I right? Okay. Ja, da sind meine Chakras immer extrem durcheinander. Ach, ja. Sternzeichen sind nicht so unbedingt mein Ding. Oh mein Gott, wirklich? Oh, ein bisschen engstirnig, oder? Aber auf jeden Fall sind andere Gegenden in den USA, zum Beispiel die Mitte des Landes, vor allem die Mitte des Landes und auch an der Ostküste, etwas religiöser. Und deswegen geht man auch an Ostern in die Kirche. Tatsächlich ist Ostern sogar der Tag, an dem die meisten Leute in die Kirche gehen. Sogar mehr als an Weihnachten. Es ist der beliebteste Tag für Christen. Dort wird dann die Ostergeschichte von Jesus erzählt, sein Tod und seine Auferstehung. Und es gibt auch die sogenannten Passion Plays. Ich denke mal, auf Deutsch heißt es ganz einfach Passionsspiele. Es ist im Prinzip genau diese Geschichte von Jesus, die aber als Theaterstück aufgeführt wird. Vor allem, wie gesagt, in der Mitte des Landes, wo Religion eher ein Thema ist. Außerdem gibt es hier, wie zu Weihnachten und Thanksgiving und Halloween, eine große Osterparade. Ihr kennt es aus vielen Hollywood-Filmen wahrscheinlich. Hier gibt es immer wieder diese riesigen Paraden. Zum Beispiel in dem Film mit Arnold Schwarzenegger. Wie heißt der nochmal auf Deutsch? Er will diese Actionfigur für seinen Sohn zu Weihnachten kaufen. Wie kann ich diesen Titel vergessen? Das war früher einer meiner Lieblingsfilme. Schreibt es mir in die Kommentare. Außerdem kann man hier auch zu Ostern ins Einkaufszentrum gehen und Bilder mit dem Osterhasen machen. Ihr kennt es auch wieder aus vielen Filmen. Hier ist wirklich zu Weihnachten in jedem Einkaufszentrum ein Weihnachtsmann. Dort können dann die Kinder auf den Schoß gehen und meistens sieht es so aus. Haha, ich bin der Weihnachtsmann, was möchtest du? Und das Kind guckt nur so. Was wollen Sie von mir, alter Mann? Und genauso sieht es zu Ostern auch, weil die Osterhasen immer ziemlich creepy aussehen. Ein erwachsener Mann in so einem riesigen Osterhasenkostüm. Und ich denke, sowas gibt es auch in Deutschland, wo der Weihnachtsmann im Einkaufszentrum ist oder sogar der Osterhase. Aber hier ist es wirklich eine super gängige Sache. Wirklich in jedem einzelnen Einkaufszentrum kann man diesen Osterhasen finden. Natürlich nicht den gleichen.
und auch nicht den echten. Allgemein ist Ostern hier, wie alle Feiertage, typisch amerikanisch, größer und ein bisschen extremer. Man trifft sich hier oft nicht nur mit der eigenen Familie oder mit befreundeten Familien und macht ein privates Event. Nein, hier gibt es richtig große Oster-Events. In einem Park, richtige Veranstaltungen mit hunderten Familien, wo das ganze Dorf oder die ganze Kleinstadt zusammenkommt, wo alle zusammen Eier suchen und verschiedene andere Spiele machen. Eierlauf und was weiß ich nicht alles, ist alles relativ ähnlich. Soweit ich weiß, gibt es da nicht allzu große Unterschiede. Was allerdings Wahnsinn ist, ist, dass es seit 1878 den sogenannten White House Egg Roll gibt. White House Egg Roll, ja, so heißt es, genau. Ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ob das wirklich so heißt, denn es klingt nach einer besonderen Sushi-Rolle oder so, die es nur im Weißen Haus gibt. Nein, das ist ein Event, das jedes Jahr im Garten des Weißen Hauses stattfindet, wo Familien eingeladen werden und zusammen diesen Egg Roll machen. Kinder versuchen, Eier von einem Ort zum anderen zu rollen. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber ist ein ganz normales Osterspiel. Außerdem werden auch noch andere Osterspiele gespielt und natürlich gibt es eine große Ostereiersuche. Und da gibt es eine witzige Story zu. Und zwar wurde damals, seit Anfang, wurden immer echte Eier verwendet. Und natürlich haben die Kinder nicht alle Eier gefunden. Und so sind im Weißen Haus, im Garten, über die nächsten Tage und Wochen diese ganzen Eier, die nicht gefunden wurden, vergammelt und haben dann angefangen, sehr, sehr schlecht zu riechen. Und irgendwann dachte man sich, vielleicht sollten wir aufhören, echte Eier zu verwenden. Und so wurden dann irgendwann, ich glaube mit der Nixon-Ära, Holzeier anstelle von echten Eiern zu verwenden. Tickets für diesen White House Egg Roll kosten tatsächlich gar nichts. Allerdings ist es quasi eine Lotterie, eine Verlosung, für die man sich online eintragen muss. Und wenn man Glück hat, gewinnt man ein Ticket dafür. Ich weiß gerade gar nicht, ob es dieses Jahr überhaupt stattfindet. Letztes Jahr ist es, glaube ich, nicht stattgefunden. Aber auf jeden Fall eine coole Sache. Ich stelle mir das Ganze gerade in Deutschland vor, wie in Angela Merkels Vorgarten so ein riesen Oster-Event ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist auch wieder eine typisch amerikanische Sache. Was wird hier zu Ostern gegessen? Ihr habt es gerade im Supermarkt gesehen. Schweine, Rippchen, Lamm und vor allem Schinken. Dieser große Schinken, wahrscheinlich mit Honig gemacht, ist ein typisches oder das typischste Gericht hier an Ostern. Und dazu gibt es gerne verschiedene Kartoffelgerichte, Gemüse, sogenannte Hot Cross Buns, natürlich gekochte Eier, Simnel Cake, verschiedene Torten, Easter Biscuits und ohne Ende Süßigkeiten. Ostern ist nach Halloween der Tag, an dem die meisten Süßigkeiten gekauft und konsumiert werden. Und das muss in den USA schon so einiges sein. Wobei ich glaube, dass Ostern in Deutschland wahrscheinlich auch der Tag ist, wo am meisten Süßigkeiten gegessen werden. Aber das war jetzt auch schon alles. Ich hoffe, das Video war trotzdem irgendwo interessant. Ich verspreche, Donnerstag wird es wieder besser. Morgen, also heute, Sonntag, 20 Uhr, erster Livestream auf Twitch. Wenn ihr Twitch habt und ihr gerne vorbeischauen möchtet und euch das weitere Desaster angucken möchtet, denn ich habe noch nie auf Twitch gestreamt, macht das gerne, 20 Uhr. Vielen Dank an alle meine Patreon und an alle, die neu dazugekommen sind auf Patreon. Vielen Dank für den Support, danke fürs Angucken dieses Videos. Dieser Tag wird in die Geschichte meines Kanals eingehen als der schlimmste Tag meines Kanals. Hier könnt ihr euch nochmal irgendein anderes Video angucken und wir sehen uns entweder im Stream oder am Donnerstag. Wo ist eigentlich das Ei hin, das ich gerade halb gegessen habe? Gute Frage. Auf Wiedersehen, meine lieben Freunde. Peace.